würde sagen, wir gehen jetzt zusammen in eine neue, Chat, lasst es euch auf der Zunge zergehen, in eine neue Polizei gegen Poser, PS-Poser, auf Streife mit den Tuning-Polizisten, die Nordreportage, NDR-Doku. Hier gehen wir jetzt rein. Und ich möchte, dass wir dem Universum danken, dass wir diese Doku jetzt zusammen gucken können. Jetzt danke in den Chat. Danke, Universum, dass du diese Doku uns vor die Füße gelegt hast, damit ich Content habe, um hier auf Twitch zu streamen. Let's fucking go, guys. Was ist das für ein Auto hier? Ford Mustang, richtig? Wie findet ihr so einen Mustang, so Amis? Hannover Innenstadt. Zwei Zivilpolizisten auf Streife. Nicht meins irgendwie. Hier im Steintorviertel und hier Steintor, Hamburg, richtig? Gab es in der Vergangenheit relativ häufig Autoposerverstöße. Und wir schauen jetzt nach hochmotorisierten Fahrzeugen. Meistens sind es tatsächlich BMW und Daimler, also Mercedes, eine S-Klasse, eine E-Klasse, die dann eventuell auch manipuliert sind. Und da schauen wir jetzt einfach mal nach. Ne? Classic. Im Fokus von Hendrik Vorreiter und Rainer Feddermann sogenannte Autoposer, die mit ihren Fahrzeugen extra Krach machen. Meist auf bestimmten Routen, ohne konkretes Ziel. Tja, vor uns auf jeden Fall ein GLE 63. Schon mal ein sportlicher Geländewagen. AMG GLC 63. GLE! Junge Männer sitzen da drin. Das Motto der Autoposer, auffallen um jeden Preis, sagt die Polizei. Ah ne, das ist ein GLC, sage ich doch. Polizei. Seit gut 10 Minuten folgen die Beamten diesem SUV. Fahrer bis da. Oh, okay, er gibt an der Ampel ordentlich Stoff. Schreib mal 23:14 Uhr, Poserverstoß. Poserverstoß. Frage: Findet ihr es cool, was der macht? Ja oder nein? Man muss sich da mal fragen, Chat. Warum machen Leute sowas? Weil sie angeben wollen. Ja, doch, es sind Poser. Chat, wenn ihr jetzt, ich gebe euch jetzt heute meinen Autoschlüssel, okay? Ich gebe euch jetzt heute meinen Autoschlüssel. Hier, nimm. Ihr könnt jetzt einen Porsche fahren, okay? Was macht ihr jetzt heute Nacht noch? Was macht ihr? Was macht ihr damit? Was macht ihr dann? Seid ehrlich. Autobahn, okay. Mhm. Viele schreiben Autobahn. Verkaufen, ja, komm, Chat. Nicht verkaufen. Ihr dürft fahren. Was, wo fahrt ihr hin? Autobahn? Oder fahrt ihr in die Stadt? Stadtzentrum. Eins, wer Stadtzentrum fahren würde. Seid ehrlich. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann euch nachvollziehen. Ich weiß noch damals, als ich jünger war, kein Geld hatte und ich habe zum Beispiel mal, sagen wir, mein Dad hatte einen Ersatzwagen von der Werkstatt, mein Dad fährt einen BMW-Chat, der hat sein Auto abgegeben, kriegt einen Ersatzwagen. Beispiel, 3er BMW damals, 320, M-Paket. Ich, Autoschlüssel bekommen. Ich bin in die Stadt gefahren. Warum? Ich habe mich cool gefühlt. Ich habe jetzt nicht unbedingt Gas gegeben, ich habe aber meine Jungs aufgesammelt, wir sind in die Stadt gefahren. Ich wollte, dass mich Leute in dem Auto sehen, weil ich mir dachte, Alter, Pimp. Ich bin Pimp. Ganz ehrlich. Also ich kann es nachvollziehen. Das Ding ist aber, Chat, wenn du dann so ein Auto wirklich hast, also länger hast, dann machst du sowas nicht mehr, Digga. Weil es dann irgendwie nicht mehr so cool ist. Naja, wir gucken mal weiter. Wiederholt gibt der Fahrer. Aber noch eine Sache, Chat. Ich glaube, das habe ich schon mal gesagt. Ich muss aber eine Sache sagen. Wenn du mit so einem, egal was für einem Auto, es ist wirklich egal, was für ein Auto es ist, egal ob es ein teurer AMG ist oder ein 3er BMW oder irgendwas anderes, wenn du nachts in die Stadt fährst und an der Ampel Gas gibst, ist es ein L-Move. Richtig? Es ist ein L-Move. Richtig? Kein Mensch steht als Passant auf dem Gehweg und denkt sich, wenn du Gas gibst an der Ampel, Scheiße, was für ein geiler Typ. Auch Frauen nicht, Chat. Auch Frauen nicht. An alle Guys, wer ist es von euch? Wer von euch gibt, wenn eine Frau an der Ampel neben euch steht,
eine hübsche Frau im Auto. Wer von euch gibt Gas? Seid ganz ehrlich, eins. Ganz ehrlich, Chat, eins. Wer macht es? Wer gibt Gas? So. Hinsetzen, aufschreiben, auf den Zettel. Keine Frau der Welt findet es cool, wenn du neben ihr an der Ampel einen Kickdown gibst. Keine Frau der Welt. Keine Frau der Welt. Keine Frau der Welt. Keine. Findet niemand cool. Das einzigst nice, Chat, also finde ich, das einzigst nice, wie du mit einem teuren Auto flexen kannst, ist, wenn du langsam fährst. Danke. Entspannt. Entspannt. Langsam. Wow. Langsam. Okay? Langsam. Fahr langsam. Jeder sieht, du hast ein teures Auto. Langsam. Ich hab's nicht nötig, Gas zu geben. Versteht ihr? Drei, wenn ihr es verstanden habt, schreibt es euch auf, wirklich. Hört auf, an der Ampel Gas zu geben, wenn Frauen neben euch stehen. Es reicht. Jetzt ist Schluss mit dem Scheiß. Und hört auch auf, nachts durch die Stadt zu fahren und laute Musik zu hören. Hört damit auch auf, das ist noch schlimmer als Gas geben. Lass die Scheiße sein. Mach dein Fenster hoch, wenn du an der Ampel stehst. Oder du machst die Musik leise, wenn du an der Ampel stehst. Okay? Weiter geht's mit der Doku. Beim Anfahren Vollgas. Der Vorwurf laut Tatbestandskatalog: Verursachen von unnötigem Lärm beim Benutzen des Fahrzeugs. Also, wir haben jetzt in Erfahrung gebracht, dass wir hier. Moin, so die Polizei. Eine anlassbezogene Verkehrskontrolle. Einmal Führerschein, Fahrzeugschein, Ausweisbeutel. Wie alt wird der Typ sein, der da drin sitzt? Ich sag Anfang 20. Immer öfter gibt es laut Polizei Beschwerden über Poser, ihre lauten Motoren und das Unnötige im Kreis. Immer öfter gibt es laut Polizei Beschwerden über Poser, ihre lauten Motoren und das Unnötige. Standardskill. Der ist Anfang 30. Der ist Anfang 30. Würde ich jetzt tippen. Anfang 30? Naja. Im Kreis fahren, vor allem seit Corona. Fahrzeugschein haben Sie nicht dabei? Doch, ich habe gesagt. Das, Sie wissen aber schon, dass das mitgeführt werden muss? Also, dass das, ja, das ist ein Mietauto. Egal, das ist ein Mietauto. Oh! 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 Junge, unangenehm, Digga. Ein kleines F in den Chat für das Standardskill. Bei Stani läuft YouTube nicht mehr ganz so gut. Mietauto, Digga. Ja, aber das ist auch der Classic-Chat. Mietauto, Hauptsache dann noch in die Stadt und Gas geben, Bruder. Das ist unangenehm. Das ist unangenehm. Aber das ist das Ding. Meistens machen solche Leute es eigentlich nur, wenn das Auto vom Papa ist, neu ist oder gemietet ist. Weil wenn es dein Auto ist, was schon ein paar Monate, vielleicht Wochen fährst, dann machst du so eine Kacke eigentlich nicht mehr, Chat, oder? Dann machst du meistens sowas eigentlich nicht, Digga. Grundsätzlich ist es aber trotzdem, ne? Also der Grund, wieso wir sie anhalten, ist einmal ihre Fahrweise und einmal... Gut, das kommt jetzt nicht dazu, das wusste ich vorher nicht, ne, aber ihre Fahrweise. Grundsätzlich sprechen wir hier von einer sozialverträglichen Art und Weise, mit Fahrzeugen zur Nachtzeit sich fortzubewegen. Und dazu zählt auch... Oder denkt ihr, der kriegt eine Strafe jetzt? Wenn man im Sportmodus immer... Hast du ja auch gemacht. Ja, sowas habe ich auch mal gemacht mit 19 und jetzt kann ich euch mit 25 sagen, Digga, das ist peinlich. Wieder kurz mal ein bisschen Antritt und das in der Innenstadt, das potenziert sich hoch, ne? Ja. Das ist der sogenannte Poserverstoß. Ja, das ist eine Ordnungswidrigkeit, müssen die keine Angaben bei der Polizei. Was kostet Poserverstoß? Was denkt ihr? Fofi. Zeigen machen. Verbandskassenwarndreieck, auch dabei. Ja, soll ich zeigen? Hier. Wollen Sie aussteigen und zeigen? Boah, unangenehm. Oder kann ich da so reingucken? Ja, können Sie so reingucken. Unangenehm, Digga. Vor allem. Ja, guck rein! Im Frühjahr und Sommer präsentieren Poser gerne. Er weiß bestimmt nicht mal, wo das Verbandsding ist und so, weil das einfach nicht sein Auto ist, Digga. Ihre hochmotorisierten Autos. Da sind viele Menschen draußen unterwegs. Dope. Hier. Warndreieck. Der ist sauer. Okay, in Ordnung. Das sollte aber wieder richtig reinstecken, wenn er den Wagen zurückgibt am nächsten Tag. Sonst ist der Autovermieter sauer. Darf ich fragen, wieso Sie dieses Mietfahrzeug fahren? So, warum fährt er dieses Mietfahrzeug? Naja, ich muss eine Lieferung, also ja, ich habe Platz gebraucht wegen, ja, Umzug und so. Einfach so, weil mein anderes Auto gerade auch in der Werkstatt ist. Okay, was kostet so ein Wagen, wenn man es mietet? Ja,
so 450 Euro zwei Tage. 450 Euro zwei Tage? 400 Kilometer. Okay, alles klar. Digga, 450 Euro für das Auto-Chat. Würdet ihr das ausgeben? Ehrlich. 450 Euro für zwei Tage AMG fahren, Digga? Junge, das ist doch so unnötig, oder nicht, Chat? Das ist doch so unnötig, oder nicht? Also ich würde niemals 450 Euro für... Nee, Digga. Ich kontrolliere das, beziehungsweise ich schreibe mir ganz kurz die Sachen auf und dann komme ich gleich wieder zurück. Ja? Okay. Also wir haben ihn angehalten, weil er lautstark anfährt. Nicht übertrieben laut, aber man merkt halt, es wäre vermeidbar gewesen, wenn man das Fahrzeug langsam bewegt. Hat er auch teilweise gemacht, da hat man es nicht gehört. Sobald er schneller anfährt, wird er halt laut. Ne? Und das halt an jeder Möglichkeit, wo er kurz gestanden hat, immer wieder ein bisschen angetreten. Das ist dieser typische oder klassische Poser-Verstoß, von dem wir sprechen. Schwierig tatsächlich, schwierig. Ich kann es natürlich nachvollziehen, ich kann die Leidenschaft für schnelle Autos danach dienen. Und ich kann natürlich auch nachvollziehen, zum Beispiel bei Motorrädern, ne, dass natürlich eine gewisse Klangkulisse dabei sein muss. Andersrum, dem gegenüber steht natürlich das Interesse aller Bürger, die in der Stadt hier wohnen. Ne, die möchten natürlich irgendwann spätestens ab 22 Uhr, dass das alles mal ein bisschen gedeckelt ist und ein bisschen ruhiger wird. Mhm. Von daher, da dann halt kein Verständnis mehr. Ne? Ja, aber das ist nachvollziehbar. Nachts in der Stadt Gas geben, unnötig, Digga. Ehrlich unnötig. Es muss nicht sein, Mann. Bruder, fahr auf die Landstraße, fahr auf die Autobahn, wo du keinen störst so richtig. Da kannst du ja Gas geben, wenn ein Auto laut ist. Aber dann nachts in die Stadt reinfahren und dann Gas geben, ehrlich unnötig. Danke. Hendrik Vorreiter lässt die Daten des Fahrers von der Zentrale prüfen. Eine Person, 2:6 mit Schwervermerk und ein Kennzeichen. Also ich bin ganz ehrlich so, ne? Ich habe hier sogar drinstehen, wie schnell ich fahren darf. Und wenn man mal 10 km drüber, ist ja kein Problem. Das machen Sie wahrscheinlich doch auch. Hä? Es geht doch nicht um die Geschwindigkeit, Digga. Was ist denn das jetzt für eine Argumentation? Das macht jeder, ja. Ja, nein, es geht darum, dass du Gas gibst, Bro. Der hat ja gar nichts gerafft. So, und ich bin ja nicht irgendwie 200 gefahren oder 150 oder so, ja? Sie haben es ja gesehen. Ich bin eigentlich recht normal gefahren. Das ist halt immer nur der Sound, ne? Ich glaube, wenn man so eine Karre fährt, denkt man darüber, wenn man drin sitzt, auch gar nicht so darüber nach. Ja. Aber, Digga, das ist so ein Gelaber gerade. Natürlich, der hat doch nur Gas gegeben an Ampel, weil er wollte, dass irgendeine Mulle ihn anschaut. Oder nicht, Chat? Weil er wollte doch nur. Ist in der Stadt, er hat einen Mietwagen, einen AMG. Ja, da gebe ich mal Gas in der Ampel, dass der schön rausballert und vielleicht gucken ja ein paar Leute und sagen sich: Ach, das ist ja mal ein richtig cooler Typ da in seinem AMG, der ist bestimmt reich. Hä? Oh mein Gott. Das ist ja auch nicht so spät jetzt, ne? Seit November 2021. Frage, Chat. Eins, wenn ihr es gut findet, dass er eine Strafe kriegt. Zwei, wenn ihr sagt, unnötig. Ich muss ganz ehrlich sagen, und ich bin auch kein Kind von Traurigkeit, Chat. Ich mag Autos, ich mag Motorräder, ihr kennt mich. Ich find's gut. Ganz ehrlich. Es ist unnötig, Digga. Also es ist unnötig, dass er Gas gibt, finde ich. Unnötig. Muss nicht sein in der Stadt. Vor allem nicht in der Nacht. Kostet das Posen 80 Euro Bußgeld. Na, also wir sind soweit durch. Irgendwann in den nächsten 2, 3, 4 Wochen gibt's irgendwann Post. Dann können Sie sich nochmal schriftlich zu der ganzen Sache äußern. Ja, ist ja nichts dafür. Ja. Okay, dann wünsche ich trotzdem noch einen schönen Tag, ne? Ja, jo. Ciao. Ja. So, und jetzt holen wir uns den nächsten. Besonders an Wochenenden sind die Autoposer in der Stadt unterwegs. Auch dieser weiße Audi fällt den Beamten auf. Weißer Audi? Ich würde da mal reingucken, weil ich glaube, dass er hinten zumindest folierte Rückleuchten hat. Die Rückleuchten des Sportwagens kommen dem Kommissar ungewöhnlich vor. Hm. Potz. Moin. Eine anlassbezogene Verkehrskontrolle. Einmal Führerschein, Fahrzeugschein, den Ausweis bräuchte ich. Haben Sie am Fahrzeug irgendwas verändert? Es poliert, genau. Poliert, aber sonst nichts? Nee, sonst nichts. Okay, ich würde einfach mal rumgucken. Sind die Frage, findet ihr das Auto cool? Ja oder nein? Findet ihr das Auto cool? Also so wie er da steht. So wie er da steht. Mit getönten Scheiben und so einer weißen Mattfolie.
Also die meisten finden ihn cool. Ist voll Geschmackssache, Digga. Ich sag euch ehrlich, ich finde den nicht nice. Ich finde den nicht nice. Ich finde den, ich würde den lieber in einer schönen Farbe original fahren. I don't know. Okay, ich würde einfach mal rumgucken. Sind die Rückleuchten zu dunkel, sind Lichtsignale schwer zu erkennen. Das kann zur Gefahr werden. Okay. Also, wir haben ihn angehalten. Ne? Das ist ein relativ auffälliges Fahrzeug, zumindest so mit der Farbgebung. Und er hatte relativ dunkle Rückleuchten. Das ist der Grund, wieso wir ihn anhalten. Er hat aber nichts weiter gemacht. Die Rückleuchten sind foliert. Also hier vorne ist ja so eine Folienkante drüber. Oh, das darf man nicht, Chad, richtig? Wahrscheinlich wird das hier auch der Fall sein. Das ist illegal, glaube ich. Hier vorne wählt sich das halt auch schon auf. Das ist illegal, weil wenn man einen Unfall baut, könnte man, also zahlt die Versicherung eventuell nicht, glaube ich. Ich hatte das mal bei meinem C43. Kennt ihr den noch? Eins, wer den noch kennt. Bei meinem C43, bei dem schwarzen, da habe ich es auch gemacht. Da war ich illegal unterwegs mit den Rückleuchten. Das Ganze ist eine Ordnungswidrigkeit. Muss ich den Betroffenen aber gleich noch mitteilen. Ja, den kennt ihr noch, ja. Jetzt bin ich gespannt, was der für eine Strafe kriegt. Ich glaube, der kriegt einen Punkt. Okay, haben Sie schon so halbwegs mitgehört? Ein bisschen. Okay, also, der Grund, wieso wir sie anhalten, sind die dunklen Rückleuchten gewesen. Okay. Jetzt haben wir gerade die Rückleuchten uns angeguckt und es sieht so aus, als wenn die foliert sind. Ja, gibt es ein Problem? Genau, das darf man nicht. Ach so, weil die sind helle. Weil es gibt dunkle und helle, oder nicht? Ja, aber man darf keine Folie auf den Rückleuchten anbringen. Okay. Dadurch erlischt die Betriebserlaubnis für das Fahrzeug. Mhm. Und das ist ein Mangel bzw. auch verkehrsgefährdend. Es wird eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt, ne, dazu, weil die Betriebserlaubnis erloschen ist. Sie können aber die Folie vor Ort abziehen, dann würde ich auf eine Mängelmeldung verzichten. Wie er tut's. Der wusste das safe. Drei in Chat, wenn der das wusste, dass man das nicht darf. Denn sonst müssen wir das Fahrzeug nochmal vorführen. Also, ach so, ist es ein Problem? Ja, das ist, ja, da erlischt die Betriebserlaubnis. Okay. Bei der Zulassungsstelle. Und das ist noch mit erheblich mehr Kosten verbunden als die Ordnungswidrigkeit. Scheiße. Okay. Ich kann das auch jetzt abmachen, das ist bei mir kein Problem. Okay, dann würde ich Sie bitten, einmal die Folie zu entfernen. Oh, nice. Okay, der Bulle ist entspannt, glaube ich. Machen noch ganz kurz, ja, wir machen ganz kurz zwei, drei Bilder davon. Ach so, nee, er gibt ihm trotzdem eine Strafe. Abgedunkelte Rückleuchten gelten bei vielen Posern als besonders schick. Also wenn sie es so weit abkriegen, dass man erkennen kann, dass da was drauf ist, ne? Also hier haben sie schon mal einen Anfang. Das geht eigentlich mit diesem Grün oder heiße Luft oder so. Das werden sie bestimmt, ja, genau. Probieren sie es mal aus. Normalerweise geht es auch mit einem Feuerzeug, aber alles gut. Kommen Sie einmal her. Ich möchte ungern an ihr Auto gehen. Würden Sie einmal die Tür aufmachen? Auch die hinteren Scheiben hat der Fahrer abgedunkelt. Das darf er nicht, oder? Darf er das, der Polizist? Ich glaube nicht. Bin jetzt kein Rechtsanwalt, aber ich glaube, das darf er nicht, oder? Das darf er, glaube ich, nicht. Oder darf er das? Die Folie muss aber in Deutschland zugelassen sein, damit sich die Scheiben im Notfall auch einschlagen lassen. Deswegen hat er gefragt. Sie haben eine Scheibenfolie aufgebracht. Und über dieser Scheibenfolie muss eine Kennzeichnung drauf sein, dass Sie das auch bei Auto... Scheiben okay. Verwenden dürfen. Was? Das wusste ich aber auch nicht. Wenn keine Scheibenmarkierung, also diese Folienmarkierung da drauf zu sehen ist, dann ist die unzulässig. Hä? Lol. So. Haben Sie eine Wellenlinie? Dann haben Sie D für Deutschland und dann diese vier Zahlen. Ja, das ist halt so ein klassisches deutsches Gesetz. Was soll das bringen oder was ist da, also was ist der Sinn davon? Okay. Also bei den Rückleuchten kann ich es noch verstehen. Also eigentlich auch unnötiges Fuck, aber da kann ich noch sagen, okay, dann sieht man nicht so, wenn der bremst, wegen versicherungstechnischen Gründen, bla bla bla. Aber ob die Scheiben jetzt schwarz foliert sind von irgendeiner Firma oder selber, hä? Wenn Sie das auf der Scheibenfolie finden, dann sind die zulässig. Okay. Ne? Mhm. Kostet aber nicht mehr, weil das ist das eine schon das Teure. Was für ein schlechter Abend habe ich heute. Ich wollte eigentlich nur ins Fitness. Ja. Falls der Bruder versucht, so unsympathisch zu machen. Ein kleines F für den Bruder in den Chat. Der versucht, er ist richtig aus Struggle, der versucht, sich ein bisschen anzufreunden mit den Cops.
Oh, geil, Alter. Wenn ich irgendwas falsch mache, natürlich. Besser so als respektlos, 100% safe. Das sind. Würde ich genauso machen. Deren Rechte und. Ist kein Problem, ich habe kein Problem damit. Ist ein A5, ne? S5. S5. Versus. Wie viel PS hat der? Ich selber nicht. Normalerweise weiß man das doch. Ich habe selber ein Auto neu gekauft, ja, ehrlich gesagt. Das ist ungefähr seit ein paar Monaten. Das ist kein S5, oder? Das ist kein S5-Chat. Hat ein S5 nicht 4 Auspuffe hinten? Das ist kein S5, oder? Der lügt. Der lügt. Der lügt, Chat. Der ist am Lügen, der Bruder. Also der S5 hat 4. Bluff. Der hat geblufft, der Bruder. Der wollte nochmal ganz kurz flexen vor den Cops. Ist wahrscheinlich S-Line, aber kein S5. Vielleicht denkt er, dass er S5 fährt, aber weil er S-Line hat, kann es sein. Scheiße, einfach nochmal ein großes F in den Chat für den Bruder. Das ist ungefähr seit ein paar Monaten. Genau, ich habe direkt nach 3 Tagen einen Unfall gemacht. Mit dem Auto? Mit dem Auto. Ah, ist unglücklich. Nein, Digga, scheiße da. Alter, tut mir irgendwie leid. Deswegen ja, genau. Foliert? Genau, ja. Ich habe auch repariert alles. Dann habe ich foliert. Okay. Was hat er vor für eine Farbe? Grau, glaube ich. Okay. Grau wäre schöner, Bruder. Mach wieder grau. Also es ist grundsätzlich so ein S5, also alle hochmotorisierten Fahrzeuge sind halt interessant für diejenigen, die solche Verstöße, ne, also Poserverstöße halt begehen. Heißt nicht, dass jeder, der so ein Auto fährt, natürlich so sich verhält im Straßenverkehr, aber bis auf das Erlöschen der Betriebserlaubnis haben wir hier soweit erstmal nichts. Okay, schönen Abend noch. Danke, ebenso. Ja, aber hat der jetzt eine Strafe bekommen, ja oder nein? Ich glaube ja, oder? 50 Euro Geldbuße plus Gebühren und ein Punkt in Flensburg. Oh! Also scheiß mal auf den Fuffi, aber einen Punkt hat er bekommen jetzt dafür. Oh! Wo kommen auf den Facher zu? Oh! Das ist, ja, das ist ärgerlich, Digga. Wegen Folie. Es kann schon mal dazu kommen, dass wenn du ein Fahrzeug anhältst, in dem Bereich, wo die anderen sich aufhalten, dass du dann eine Personengruppe von 10, 15 Mann um dich rum hast, die sich dann gegenseitig aufstacheln. Was? Etwas außerhalb der... Was hat der gesagt? Zeug. Was? Das kann schon mal dazu kommen, dass wenn du ein Fahrzeug anhältst, in dem Bereich, wo die anderen sich aufhalten, dass du dann eine Personengruppe von 10, 15 Mann um dich rum hast. Ach so, ist der stoned? Ach so, er meint, wenn er jemanden aufhält, dass dann andere kommen, oder wie? Die sich dann gegen... Das für ein random... Was war denn das jetzt für ein random Satz? Dich aufstacheln. Etwas außerhalb der Landeshauptstadt trifft sich jeden Freitag die Tuning-Szene. Eine andere Gruppe von Autoenthusiasten. Hier ist tatsächlich mal die Örtlichkeit, wo sich die Fahrzeuge dann treffen, also hier in den Stichstraßen. Das Problem ist, hier rechts sind Studentenwohnheime, beziehungsweise hier wohnen halt einfach Menschen. Da fahren wir mal rein und hier sehen wir schon abgeparkt links und rechts. Fahrzeuge der... Why so serious? Was ist das für ein Auto? Tuning-Szene. Tuner, nicht Poser, das ist denen hier wichtig. Wir sind jetzt grob bei 100 Fahrzeugen, vielleicht ein bisschen mehr, so bei 120. Naja, aber Chat... Da muss man wirklich unter... Das war jetzt ein dummer Kommentar von dem Kommentator. Tuner, das ist den Posern... Was hat er gesagt? Dass man die nicht Poser nennt, sondern Tuner. Tuning-Szene. Tuner, nicht Poser. Das ist denen hier wichtig. Das ist unnötig, weil ein Tuner, also ein Typ, der sein Auto tunt und modifiziert und verändert, weil er einfach sein Auto liebt und Spaß dran hat, ist für mich kein Poser. Eins, wenn ich recht habe. Das ist wirklich traurig, dass die Tuner mit Posern immer in ein Ding in solchen Dokus geschmissen werden. Weil ein Poser für mich ist klassischer, also der Classic Poser für mich war der erste. AMG, Mietwagen, in die Innenstadt fahren, an der Ampel Kickdown. Das ist ein Poser in der Nacht. Das ist ein Poser. Wir sind jetzt grob bei... Aber das sagt er doch. Ey, Creepwin, bist du hier der Streamer oder ich? 100 Fahrzeuge. Hör, Chat, vielleicht ein bisschen mehr, so bei 120. Es hält sich tatsächlich noch in Grenzen. So wie es scheint, ist es auch relativ ruhig. Ja, wobei das nicht so viel heißen muss. Also den einen oder anderen habe ich schon erkannt, dass der, ne, der war schon mal bei uns auf dem Schirm.
Seit letztem Jahr trifft sich die Szene am Messegelände auf einem öffentlichen Parkplatz. Die Tuner kommen aus ganz Niedersachsen, um sich gegenseitig ihre aufgemotzten Fahrzeuge zu präsentieren. Das finde ich aber cringe. Eins in den Chat, wer die Guys an den Tankstellen kennt, die sich einen Gartenklappstuhl, einen Fischerstuhl mitnehmen und sich da hinsetzen. Also wenn ihr jetzt einer davon seid, ich will euch jetzt gar nicht fronten, Bruder. Aber das finde ich irgendwie cringy, Digga. Das finde ich cringy. Man soll ja jeder machen, worauf er Bock hat, aber das finde ich irgendwie immer weird. Einfach ausgedrückt bauen Tuner ihre Autos im Rahmen der Regeln um. Poser überschreiten häufig das Gesetz. Doch die Grenzen sind fließend. Oh, schöner neuer GT3. Das ist ein Porsche 992 GT3. Ist der von Papi? Ja oder nein, Chat? Oder ist es irgendein TikToker? Kann es sein? Macht der TikTok? Habe ich gestern abgeholt, ganz neu aus dem Porsche-Zentrum Hannover, hat jetzt 130 Kilometer runter und muss ich natürlich gleich erstmal meinen ganzen Jungs und meinen Mädels hier bei uns am Messegelände in Hannover vorstellen, das Ganze. Ich sage, man hört es ja schon ein bisschen, der Sound spricht für sich. Er macht direkt Autovorstellung. Der hat sich richtig gefreut, als er mit der Kamera gekommen ist. Schöne Farbe auch, Chat. Neben Wohnungen gibt's ja auch Gastronomie. Besucher fänden keine Parkplätze, der Lärm störe. Die einen beim Essen, die anderen beim Schlafen. Die Polizei kontrolliert hier regelmäßig. Dieses Tuning-Auto sieht sogar selbst aus wie von der Polizei. Alter! David Bost. Wenn ich jetzt noch Blaulicht oben drauf hätte, wäre es Amtsanmaßung, aber so an sich ist es erlaubt, weil die reflektieren nicht die Streifen und auch das Gelb reflektiert nicht und daher ist es legal. Nices Lenkrad mit Handschellen noch am Spiegel. Nur cool. Der Begriff Polizei ist geschützt. Viele Tuner stecken ihr gesamtes Erspartes ins Auto, um möglichst individuell zu sein. Ich liebe mein Auto einfach, weil ich weiß nicht, es. Sie ist aber auch die Classic-Tuner-Frau, oder, Chat? Also wenn ich an so eine Frau denke, die an der Tankstelle nachts steht mit Tuning-Guys, denke ich an sie. Soll gar kein Disrespect sein, wirklich. Ich finde es cool, dass sie ihr Hobby ausleben und dass sie ihr Autos so machen, worauf die Bock haben. Ob man es jetzt cool findet oder nicht, ist immer Geschmackssache, aber es muss ihr gefallen. Aber wenn ich an eine Tuning-Frau denke, die so also sowas macht, dann habe ich irgendwie sie vor Augen. Das ist halt mein Stolz, so, ne? Was zu zeigen, was man gemacht hat. Und darauf ist man ja auch stolz, wenn man was Eigenes am Auto gemacht hat und das präsentieren kann. Ja, die Autoposer-Szene, die wollen wir hier nicht haben, weil das ist ja das, was den Ruf der Tuning-Szene zerstört. True, hat sie recht. Und das ist halt auch einfach hier unnötig. Klar, auf Treffen, wo es angemeldet ist, da kann man das ja machen. Frage: Wenn ihr eine Frau kennenlernt, und die sagt euch, ich tune mein Auto und fährt so ein Auto. Eins für Red Flag, zwei für mir egal. Ist es eine Red Flag für euch? Sagt ihr, wenn die das macht, dann ist sie raus. Ganz viele Einser. Mhm. Ich sag euch ehrlich, auch wenn es dir keinen interessiert, was ich denke und was meine Meinung ist. Für mich absolute Red Flag. Red Flag. Für mich, nee. Finde ich unfassbar unattraktiv. Also an alle Frauen, wenn ihr jetzt Frauen gerade zugucken, gerade wenn ihr eine Frau seid. An alle Frauen, wenn ihr Tuning-Girls seid, macht euer Ding. Voll cool, wenn ihr da Bock drauf habt. Ich finde es einfach unattraktiv. Ich kann gar nicht sagen, warum finde ich es unattraktiv, Chat? Was ist daran unattraktiv? Ich weiß nicht. Ich will nicht, dass meine Frau sich besser mit Autos auskennt als ich. Versteht ihr? Keine Ahnung, ich fühl's nicht. Ich fühl's einfach nicht. Für mich mega Pluspunkt. Hey, jeder Wirbel. Ich muss euch ehrlich sagen, ich fühle es irgendwie nicht so ganz. Du bist einfach ein Sexist. Yo, okay, chill, Digga. Chill. Nur gesagt, was ich mag und was ich nicht mag. Haut mich doch, Chat, komm. Haut mir eine rein. Wo halt ein DB-Contest oder sowas ist, aber das ist ja hier nicht, man stört ja auch sonst Anwohner und wir wollen uns einfach in Ruhe treffen und einen entspannten Abend haben und nicht, dass wir hier weggeschickt werden. Ein anderer Abend. Kommissar Vorreiter sitzt heute auf dem Beifahrersitz, im Visier, Autoposer und illegale Autorennen. Vor uns das Kennzeichen Hannover.
von schon negativ aufgefallen durch immer wieder wechselnde Linienführung ohne zu blinken. Ich muss gleich links rüber. Wieder nicht Fahrtrichtungsanzeige benutzt. Die kotzen mich aber auch an. Leute ohne Blinker. Geh mir auf den Sack. Gibt jetzt. Fahren jetzt kurz 70. Fährt wie ein Assi. Fährt wie ein Assi. Wechselt die Fahrspur ein bisschen ruhiger, Fährt wie ein Assi, Chat. Hier rechts. Blinkt. Ohne Blinker. Yo, der hat den abgehängt. GG an den Bruder, der ist einfach abgehauen. Die Polizisten lassen den Raser ziehen. Jo, der ist einfach abgehauen, Digga! Verfolgung um jeden Preis ist zu gefährlich. Denkt ihr, der hat die gesehen? Nee, oder? Glück gehabt. Eine Straße weiter steht der BMW am Idiot. Straßenrand. Fahr mal davor. Ich steig mal aus und du fragst mal davor. Also so, dass ich noch aussteigen kann, ne? Ich sag, 19-jähriger Guy im BMW. Ja. 19. So, die Polizei. Mit Lederjacke. Hi, eine anlassbezogene Verkehrskontrolle. Einmal Führerschein, Fahrzeugschein, den Ausweis. Führerschein und Fahrzeugschein kriege ich noch. Führerschein habe ich nicht dabei. Ah, das sieht man jetzt leider nicht. Bei. Den Ausweis? Nein. Auch nicht. Sind Sie im Besitz einer Fahrerlaubnis? Ja. Also ganz ehrlich, ne, dass diese Art und Weise, wie Sie hier fahren, ne, mit links, rechts, nicht blinken, hier mal ganz kurz auf 80, 90 beschleunigen, dann ohne zu blinken rechts rüber, ohne zu gucken, beziehungsweise Sie konnten gar nicht gucken, so schnell, wie Sie unterwegs waren. Das geht nicht. Ich dachte, Sie haben mich verfolgt. Was soll ich denn machen? Ich bin abgehauen. Wie dumm ist denn er, Digga? Hä? Also ich weiß nicht, wer mich verfolgt hat. Ich weiß ja nicht, wer die sind. Ja. Alter, das ist ein Vollidiot. Okay. Ja, dann sind Sie Beschuldigter im Strafverfahren, 315d, ne? Also Kraftfahrzeugrennen, also dass Sie halt geflohen sind. Oh mein Gott, Digga! Oh mein Gott, ist das ein Vollidiot! Bro! Wie dumm kann man sein, Junge! Oh mein... Digga! Das kann nicht sein. Junge, er hat sich so selbst gefickt gerade, Digga. Er hätte einfach die Fresse halten sollen. Deswegen, Chat, was sag ich euch jedes Mal aufs Neue? Wenn die Polizei euch auffällt, sitzen bleiben, yo, was geht? Schnell gefahren, möchten sich äußern? Nein! Nein! Ihr macht dann den hier, Chat, okay? Nein! Und dann halten Sie die Fresse. Ja, okay. Ja, dann sind Sie Beschuldigter im Strafverfahren, 315d, ne? Also Kraftfahrzeugrennen, also... Der ist jetzt sein Führerschein los, sehe ich das richtig, Chat? Der kann jetzt zu Fuß nach Hause gehen. Führerschein weg, Auto weg, so wie ich das sehe. Das ist nicht das... Digga, ist der Typ... Also, was ist mit dem? Der ist jetzt sein Führerschein los. Nur, weil er gesagt hat, ja, ich bin halt eben abgehauen, ich wusste nicht, wer hinter mir ist. Alter. Alter. Dass sie halt geflogen. Digga, nee, da gibt's kein F für den Bruder. Kein F für den Bruder. Ich bin nicht geflohen. Sie haben ja gerade gesagt, sie wurden verfolgt und da wollten sie wegfahren. Sind Beschuldigte im Strafverfahren, müssen keine Angaben. Junge! Bei der Polizei machen, können sich auch dazu einen Anwalt nehmen. Beweiserhebungsanträge stellen. Aber das ist schon. Findet ihr es zu hart von dem Kopf? Boah, der tut mir gerade schon irgendwie leid. Gut, ich schreibe mir die ganzen. Ein halbes F für den. Sachen einmal ganz kurz auf und dann komme ich. Scheiße. Laut Polizei kann das Fahrverhalten ähnlich wie ein Rennen beurteilt werden. Erst das wusste ich aber auch noch nicht. Im Februar sterben in der Nähe von Hannover zwei Kinder nach einem illegalen Autorennen. Er hat vorhin in dem Gespräch mit mir erzählt, dass er sich verfolgt fühlt und deswegen beschleunigt hat und links, rechts gefahren ist und abgebogen ist, ohne zu blinken und. Und diese Flucht vor der Polizei, auch wenn wir uns das Polizei noch nicht zu erkennen gegeben haben, birgt aber trotzdem die gleichen Gefahren wie ein Kraftfahrzeugrennen. Denn der Betroffene oder der Beschuldigte in dem Fall wird dann zum fährt in einem Tunnelblick, kriegt die Passanten nicht mehr mit. Gerade es ist dunkel, 23 Uhr, die ersten Betrunkenen sind auf der Straße. Er fährt hier ohne zu blinken, links, rechts mit 80, 90. Ja, das sind dann die Sachen, wo dann eventuell doch mal jemand erfasst wird und dann hier zum Personenschaden kommt.
Das Strafmaß, hohe Geldstrafe oder Gefängnis von bis zu 2 Jahren im Extremfall mehr. Alter, Junge. Aufgrund der Situation, dass wir jetzt hier vor Ort von Ihnen keinen Führerschein bekommen haben und auch kein anderweitiges Ausweisdokument, ja, wodurch wir feststellen können, dass Sie auch die Person sind, die Sie uns gesagt haben, belehre ich Sie auch nochmal vorsorglich, ja? Aber, also, boah, das ist, boah. Ich weiß nicht, ob ich das ein bisschen übertrieben finde, dass sie dem jetzt hier eine Anzeige wegen illegalen Straßenrennen reindrücken. Also klar, er ist selber, also schuld so ein bisschen, weil er das halt gesagt hat, aber boah, I don't know. Als Beschuldigter im Strafverfahren nach § 21 StVG, wenn Sie jetzt hier gegenüber uns falsche Angaben zu Ihrer Person gemacht haben, ja, und wir aufgrund dieser Tatsache jetzt aber nachher feststellen, dass sie nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis sind, ja, ich habe das Ganze in der Strafe wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis da. Also, ist der Führerschein zu Hause und wir können ihn da von Ihnen ausgehändigt bekommen und auch Ihren Ausweis, oder ist der Führerschein nicht vorhanden? Führerschein ist vorhanden, aber ich weiß jetzt nicht, wo der genau ist. Wie kann man nicht wissen, wo sein Führerschein ist? Wenn wir jetzt aktuell nicht feststellen können, dass sie im Besitz einer auch gültigen Fahrerlaubnis sind, ja, oder gegen sie auch kein Fahrverbot besteht, dann ist hier die Fahrt jetzt hier vor Ort beendet, weil wir dann nicht zweifelsfrei feststellen können, dass sie im Besitz der Fahrerlaubnis sind. Zumal wir immer noch nicht zweifelsfrei feststellen können, wer sie sind. Weil mit dem Fahrzeugschein, da ist kein Bild drauf. Wenn sie sagen, sie sind wer ganz anderes, oder sie sind der Fahrzeughalter, aber... Der muss in den Knast heute, Chat, oder? Kommt der auf Zelle heute Nacht? Das kann ja auch wer ganz anderes sein. Dann würde ich sagen, dann gehen wir jetzt einfach gemeinsam mal rüber. Und guck mal nach dem Ausweis. Butzbach. Du hast ja alle Dokumente, ne? Dann fährst du und ich gehe mit ihm zu Fuß. Ja. Dann muss er noch. Also wir machen jetzt Folgendes. Wir laufen jetzt mit ihm zu seiner Wohnanschrift, die 500 Meter. Da spart er sich die Transportkosten von 70 Euro. Wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen, dass der Führerschein beschlagnahmt wird. Und dann muss der Richter entscheiden, ob dann das Kraftfahrzeugrennen halt vorliegt, ja oder nein. Und wenn es nicht vorliegt, dann kriegt er eventuell seinen Führerschein wieder oder es kommt zu einer Gerichtsverhandlung und bis dahin wird wahrscheinlich der Führerschein einbehalten werden. Also für die nächsten 3, 4, 5 Monate könnte es sein, dass er keine Fahrerlaubnis mehr hat. Alter! Hendrik Vorreiter muss sich mit der Staatsanwaltschaft sprechen. Wahrscheinlich noch länger, oder, Chat? Es dauert wie... Wie lange hat Fritz Meinecke seinen Führerschein schon nicht mehr? Das ist doch schon ein Jahr her. Schafft abstimmen. Schönen guten Tag. Entschuldigen Sie die Störung, allerdings bräuchte ich einmal Ihre rechtliche Einschätzung. Und zwar haben wir folgenden Sachverhalt. Ruft der gerade einen Richter an? Wir fahren heute einen Schwerpunkteinsatz zu Aggressionsdelikten und Kraftfahrzeugrennen im Innenstadtbereich von Hannover mit Videofahrzeugen der Polizei. Wir haben uns, oder beziehungsweise uns entgegengekommen, ist relativ schnell ein 3er BMW gefahren. Beziehungsweise ist dann relativ schnell so auf 70, 80, 90 wieder auf der Hamburger Allee gefahren und dann kurz vor der Fahrenwalder Straße rechts ab, ohne zu blinken, weg. Und im Laufe des Gesprächs gibt er an, er sei durch uns verfolgt worden und wollte flüchten. Der Polizist sichert sich rechtlich ab und hält Rücksprache, ob der Führerschein beschlagnahmt werden soll. Stellt euch mal vor, der Richter oder Staatsanwalt, wer da gerade dran ist, sagt, Digga, du kleines Arschloch, wegen der Scheiße rufst du mich gerade an und ziehst mich hier aus dem Bett raus. Lass den Jungen gehen. Lass mich in Ruhe. Ja, super. Alles klar. Dankeschön. Ciao. Die Beamten begleiten den Verdächtigen nach Hause. Dort übergibt er... Was hat er jetzt gesagt am Telefon? Führerschein und Ausweis. Das sieht wie folgt aus. Also der Tatbestand wurde von dem Staatsanwalt so bestätigt, beziehungsweise der Verdacht steht im Raum. Und dadurch, dass der Verdacht im Raum steht, beschlagnahme ich jetzt den Führerschein. So, dagegen können Sie Widerspruch einlegen. Und dann würde das in den nächsten 3 Werktagen dem Richter vorgelegt werden. Und der entscheidet dann, ob wir da richtig gehandelt haben, beziehungsweise ob die Beschlagnahme soweit bestehen bleibt oder eben nicht. Da aber das Verfahren ja noch läuft, wird es darauf hinauslaufen, dass wahrscheinlich der Führerschein bei uns bleibt. Kann den also mein Fahrzeug jemand anderes wegfahren? Ja, das können Sie machen. Das Fahrzeug können wir. Den Schlüssel haben Sie ja, glaube ich, noch zum Abschließen. Kann ich jetzt noch wegfahren? Nein, Sie können nicht mehr wegfahren. Digga, der Arme. Aber ein anderer. Anderer kann fahren. Sie erstmal nicht, bis der Führerschein ihm wieder ausgehändigt wurde. Okay. Digga. Gut, dann wären wir hier durch. Die Beamten gehören zu einer speziell ausgebildeten Verfügungseinheit. Seit 2017 kontrollieren sie gezielt Innenstadtraser und Poser.
krank. Krank, Digga. Autos sind faszinierend. Ich denke mal, gerade so, wenn man früher viel Formel 1, DTM und dergleichen geguckt hat, ist einfach eine gewisse Faszination für den Motorsport da. Was labert der für ein Scheiß, Digga? Hä, wie random, Bro. Who the fuck guckt DTM? Wer zum Fick guckt DTM? Und jetzt diese Faszination mit seinem Beruf, mit dem Beruf des Polizeiamts verbinden zu können, ist eine sehr schöne Sache und macht mir jeden Tag aufs Neue Spaß. Junge, hältst du gerade ein Referat oder was? Alter, was? Ein NPC, Digga? Was ist denn er für ein NPC-Chat? What the fuck? Mach doch gleich eine PowerPoint-Präsentation. Digga, was war denn das schon wieder? Ich glaube, sonst kann man sich auch nicht dauerhaft mit so einem Thema auseinandersetzen oder die Motivation finden, immer wieder sich aufs Neue mit Neuerungen auseinanderzusetzen, wenn kein grundsätzliches Interesse dafür da besteht. Die Tuning-Polizisten wurden von Kollegen zu einem Einsatz gerufen. Ein Wagen klingt lauter, als er sollte. Uiuiuiui. Was ist das von der Breite, Hendrik? Blaues Auto, rote Felgen. Sag mir bitte, dass ihr das genauso hässlich findet wie ich. Bro, dunkelblau mit dunkelrot? So, passt. Alles gut. Auf dem Gelände der Polizei untersuchen die Beamten den Wagen nach Mängeln. Der Halter muss das Auto auf eine Hebebühne fahren. Jo. Gold würde passen, Chat. Dunkelblau mit Gold? Geil. Die rechte Seite und der Kollege guckt sich dann mal das Auto an. Okay, Schlüsselstecker. Haben Sie die Handbremse angezogen? Der Verdacht, der Katalysator wurde verbotenerweise ausgebaut. Cut rausgehauen. Schweißnaht. Wir gucken jetzt nach, ob hier irgendwas am Endschalldämpfer ausgetauscht worden ist. Aber ich seh jetzt, welches Rohr hat er denn jetzt ausgetauscht? Das hier oder was? Was will er denn ausgetauscht haben? Hier vorne sitzt eigentlich der Platz zwischen, oder? Ja, aber das sieht jetzt... Kurz einmal zu uns kommen und dann kurz erklären, was ist jetzt genau im Auto gewesen und was wird jetzt hier genau gemacht? Also es war vorne der Cut, der muss ja ungefähr so grob hier liegen, sagte mein Kollege. Und er hat dieses Stück hier getauscht. Er sagte dieses Rohr. Genau. Das dunkle hier. Ja, genau, dieses dunkle hier, weil er sagte hier vorne, der war gebrochen. Und er hat keinen dazu gehabt zum Schweißen, weil das direkt auch am Katalysator kaputt ist. Und da hat er halt, wie gesagt, ein neues Rohr bestellt. Aber aktuell sagt er, das dauert bis zu 4 Wochen Lieferzeit. Und ich habe gesagt, so 4 Wochen ohne Auto. Ich so, kannst du da mir irgendwas Schnelles machen? Er so, ja klar, ich habe da was. Und ja gut. Eigentlich soll der Katalysator Schadstoff labert der? Im Abgas reduzieren. Ich verstehe es auch gerade. War das der Besitzer vom Auto oder was? Wie laut darf das Auto maximal sein? Da steht in den Fahrzeugdokumenten drin. Ich weiß nicht, haben Sie es dabei? Achso, das ist die Besitzerin? Ich weiß nicht, ob der reicht. Da. Das ist die Drehzahl, bei der wir hier messen würden. Ja. Na, also 3750 Umdrehungen. Und dann darf das einen Geräuschpegel von 82 Dezibel in einem Abstand für gewissen Winkel halt haben. Das ist die Mama vom Besitzer? Gib mir das einmal wieder zurück. Ich verstehe nichts. Die Kollegen haben das Fahrzeug halt angehalten und im Rahmen dieser Fahrzeugkontrolle haben sie halt festgestellt, dass der Cut von diesem Fahrzeug wohl kaputt war. Und der Fahrzeughalter ist dann zu einer Werkstatt gebracht hat, wo er gesagt hat, hier, wir können wohl eine schnelle Möglichkeit machen, bevor du mit einem kaputten Cut durch die Gegend fährst, machen wir dir da ein Rohr rein. Ist natürlich jetzt unglücklich, weil das dann halt nicht mehr filtert und dann halt lauter und umweltschädlicher wird, grundsätzlich. Auf den Halter kommen Kosten für Umbau, Abtransport und eine Geldstrafe zu. Also klar, es hat mir Spaß gemacht, halt so laut zu fahren, weil ich gemerkt habe, oh gut, laut fahren, ne? Ich fahre gerne Auto und ja. Hab mir dann gedacht, naja komm, nutze die Gunst der Sekunde, fährst. Wer zum Fick hat so eine Trinkflasche dabei, um zu trinken? Mal ein bisschen sportlich, aber ja gut, dass das halt so reinscheißt. Es ist halt Gesetz, ne? Wieso nicht? Weil du aussiehst wie ein Vollidiot! Weil du aussiehst wie ein Picknick-Idiot, Chat! Muss ich euch alles erklären, oder was?
Muss ich euch alles, muss ich, das kann doch nicht sein, dass ich euch das Leben von A bis Z neu erklären muss, Chat. Du hast eine Maske auf. Ja, sieht aber cool aus mit der Maske, steht mir. Du siehst mit so einem Trink-Nuckelfläschchen aus wie ein Riesenbaby, Chat. Dann nuckel ich lieber mal Nippeln und trink ein bisschen Milch unterwegs. Dass das halt so reinscheißt. Es ist halt Gesetz, ne? Gesetz ist Gesetz, muss man sich dran halten. Schade, dumm gelaufen, definitiv. Weil dann halt, ne, so, wenn es scheiße läuft, dann läuft es direkt komplett alles scheiße. Ja, also ich rechne mit dem Schlimmsten. Ich sag 5.000 Euro mit allen drum und dran. Was? 5.000 Euro für was? Die Beamten führen jetzt eine Lärmpegelmessung durch. Steck rein, da. Das erreichte Gerät beweist den Beamten, ob das Steck ist. Wir müssen jetzt hier einen 45-Grad-Winkel herstellen. Der hört sich aber schon leer an. Stellen. Der hört sich schon leer an, Chat, oder? Hört ihr das? Und das Stück ist genau 50 cm lang und zwischen Endschalldämpfer Ende und Aufnahme Mikrofon dürfen halt, also müssen halt diese 50 cm sein. Und dann müssen wir 3 Messungen jede Seite machen, beziehungsweise für jeden. Der hört sich, der ist leer, Chat, das höre ich. Den Abgasstrahl. Vielleicht habe ich einen Kollegen, der das auch mal gemacht hat und der hat sich auch sagen gehört. Und die dürfen nur eine gewisse Toleranz auseinander haben. Also wir müssen versuchen, dass jetzt 3 Messungen mit maximal 2 Dezibel Abweichung gemessen werden. Ich find's hot, wie ihm so eine Locke runterhängt, Chat. Gib mir James Dean Vibes. Hot. Süß. Und daraus Juice me up, Daddy. Nehmen wir den Mittelwert, ziehen nochmal eine Toleranz ab und das werfen wir dann den Betroffenen vor. Der Halter muss im Stand aufs Gas drücken und die im Fahrzeugschein festgelegte Drehzahl erreichen. Ja, der ist doch sowas von leer, oder, Chat? Digga, niemals ist das legal. Ich bin mal gespannt, wie viel Dezibel. Messung bestätigt den Verdacht. Wie viel Dezibel durfte er haben? Irgendwas mit 80, glaube ich. 82 oder so? 83? Ich sag 93. Und wir haben jetzt 97 Dezibel. 97 Dezibel, das ist aber 97 Dezibel ist sehr laut, Chat. 97 Dezibel für Stand, ein bisschen Drehzahl, ich weiß nicht, wie hoch die Drehzahl geht, ist sehr laut. Dezibel. 97. Also nach Toleranzabzug jetzt ungefähr 92. Da gehen nochmal 5 Dezibel runter, Toleranzabzug zugunsten des Betroffenen. Das heißt, laut Fahrzeugschein darf man eine Dezibel haben bei 3750 Umdrehungen von 82 Dezibel. Das heißt, bei 92 vorwerfbar hat er halt um 10 Dezibel überstiegen, was schon eine immense Verstärkung der Lautstärke darstellt. Ja. Also 10 Dezibel muss man sich ungefähr so vorstellen, das ist doppelt so laut, wie das Fahrzeug eigentlich sein darf. Alter. Also jede 5. Aber die Locke sitzt, Mann. Ey, ich würde den gern küssen, gerade sag ich euch ehrlich, Chat. Mit Zunge. 7 bis 10 Dezibel. Hübscher Mann. Dezibel, wie das multipliziert sich das Ganze. Er hat jetzt den Tatbestand erfüllt, nämlich das Erlöschen. Dem würde ich Muttermilch geben, dem Süßen. Der Betriebserlaubnis, der hat sein Fahrzeug so hingehend verändert, dass es von den Geräuschemissionen sich verschlechtert durch den Ausbau des Cuts bzw. durch den Umbau, den er gemacht hat. Ja, muss den jetzt wahrscheinlich zurückrüsten, muss das dann nochmal in einem ordnungsgemäßen Zustand vorzeigen und das ist natürlich. Ja, auch wieder mit Kosten verbunden. Zusätzlich zu. Er überlegt doch gerade schon wieder, was für einen Vortrag er gleich halten kann. Naja, also ich habe mal damals Geige gespielt und die Geige hat mich dazu veranlasst, auch mit Automotoren mich auseinanderzusetzen. Und die Lautstärke dieses Autos ist wirklich, er hat den Rahmen gesprengt. Zu der Ordnungswidrigkeit bzw. dem Ordnungsgeld, was kommt. Die Polizisten untersagen die Weiterfahrt. Das Auto muss heute stehen bleiben und später abtransportiert werden. Ey, Chunky, danke für den Sub. Gift. Danke. Für die Polizisten geht die Schicht weiter. Auf der Suche nach Posern und Rasern. Scheiße, die Doku ist zu Ende, Chat. Ah, fuck. Scheiße, Digga. Jetzt muss ich wieder Content machen. Naja. Ich trinke jetzt ein anderes Wasser. Aktuell trinke ich Evian.